Ja, hallo Campingfreunde und alle, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon seht, kleine Powerstations haben es mir momentan angetan. Die ist etwas größer als die letzte, die ich euch vorgestellt habe. Hat ein bisschen über 500 Wattstunden, ja, und gibt 800 Watt über den Wechselrichter ab. Ja, und ob man mit solch einem Teil Brötchen backen kann, das seht ihr in diesem Video. Wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. Bis gleich. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Way back a year ago. Ja, abgesehen davon, dass die Preise momentan für Powerstations immer weiter in den Keller gehen, sodass das immer erschwinglicher wird, auch für viele Leute, die es sich bisher nicht leisten konnten, suche ich natürlich immer nach Kleinststationen, die man entweder auch nur mit dem E-Bike mitnehmen kann oder mit dem Fahrradwohnwagen. Dafür ist so ein Teil ideal. Ja, und in diesem Fall bin ich ein bisschen traurig, weil bei der letzten Tour, wo ich mit Claudi unterwegs war, das Video habt ihr noch nicht gesehen, das kommt in den nächsten Tagen noch, ja, da hätten wir eine Powerstation gebraucht in dieser Größe, weil ich habe bisher immer eine kleine 300 Wattstunden dabei gehabt. Ja, und für ein E-Bike aufladen oder nachladen reicht das Teil. Ja, aber dadurch, dass Claudi momentan immer wieder mit dabei ist, brauchen wir eigentlich eine größere Powerstation, wenn wir unterwegs sind und unsere Fahrräder dann auch nochmal nachladen wollen. Hatten wir leider nicht, das haben wir schmerzhaft gemerkt. Ihr werdet es im nächsten Video sehen. Aber heute geht es um dieses Teil und es geht darum, kann man damit Brötchen backen? Ja, logisch werde ich da sagen, erstmal so einfach nicht, ist ja kein Backofen. Ja, aber ein richtiger Backofen muss es in dem Sinne auch gar nicht sein. Ich hatte mir vor längerer Zeit einmal selber aus einer Brotkiste, wo man Brot und Brötchen drin aufbewahrt, die aus Metall ist, einen kleinen Backofen gebaut. Den haben wir bei uns im Sprinter, den nutzen wir auch ab und zu. Ja, und dann hatte ich überlegt, darunter müsste ich irgendeinen Grill anschließen. Ja, und da habe ich mich für unseren Holzkohleanzünder entschieden, der elektrisch funktioniert. Der hat genau 800 Watt. 800 Watt kommen auch aus dem Teil raus, wollen wir mal sehen. Quälen wir das Teil mal ein bisschen. Und wir bauen erstmal auf, machen den Brotteig zurecht, ja, und werden dann den Grill unter den Backofen anschließen mit dieser Powerstation, sodass wir eigentlich mitten auf der grünen Wiese Brötchen backen mit einer kleinen Powerstation. Ob das alles geklappt hat, das seht ihr jetzt. Ja, wir waren mit unseren E-Bikes letztes Wochenende wieder unterwegs auf dem Elberadweg. Und was soll ich euch sagen, zwischen Magdeburg und Burg gibt es auf dieser Strecke nirgendwo die Möglichkeit, die E-Bikes mal nachzuladen. Ist ein bisschen traurig, heute soll ja alles am besten mit grüner Energie und mit Fahrradfahren und Ähnlichem funktionieren. Ja, und dann ist es traurig, wenn man nicht mal das Fahrrad unterwegs irgendwo nachladen kann. Zumindest nicht auf dieser Strecke. Elberadweg ist ja eigentlich ein Name. Dafür habe ich mir auch extra eine App runtergeladen und habe auf dieser App geguckt. Ja, aber erst in Magdeburg oder in Burg waren die nächsten Ladestationen. Dazwischen gab es auf der Strecke gar nichts und genau da ging uns dann der Saft aus. Das werdet ihr in einem späteren Video noch sehen. Heute geht es erstmal noch weiter mit dieser Powerstation. Ja, ein bisschen über 500 Wattstunden, das ist natürlich schon vernünftig, auch wenn man sie zum Beispiel für die E-Bikes nehmen möchte. Da könnte ich Claudis E-Bike unterwegs komplett wieder aufladen mit oder mein Himiway zur Hälfte. Ja, das werden wir vielleicht auch machen. Ich überlege ernsthaft, dieses Teil zu behalten und dann auch in den Fahrradwohnwagen mit reinzunehmen, sodass ich ein bisschen mehr Saft habe und es dann auch für beide E-Bikes reicht.
Ja, ich hatte auch mal überlegt, neue E-Bike-Akkus zu holen, sowohl für das Alleglide als auch für das Himibay. Aber preislich sind die ganz schön teuer. Und deswegen habe ich gedacht, ist das doch die bessere Möglichkeit, gerade wenn man Wildcampen unterwegs ist, das Solarpanel ausbreitet, die Powerstation dranhängt. Solange die Sonne scheint, ist natürlich alles gut und man kann sie immer wieder aufladen und damit natürlich auch seine Fahrradakkus. Ja, als ich sie ausgepackt hatte und angeschlossen habe an 230 Volt zum Aufladen, was fiel mir als erstes auf? Es ist ein schönes großes Display da, was ich auch wunderbar lesen kann. Einfach strukturiert, man versteht es sofort. Und das hat mir erstmal am besten gefallen. Was ich auch gemerkt habe, der Lüfter, sowohl wenn man Strom rauszieht, als auch wenn man sie auflädt, ist unheimlich leise. Ja, in dieser Powerstation von Avery sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus verbaut, bedeutet auch eine höhere Sicherheit und eine höhere Zyklenanzahl beim immer wieder Aufladen. Die ist handlich und auch relativ leicht, also auch geeignet für den Fahrradwohnwagen oder vielleicht auch für die Fahrradtasche, um sie unterwegs mitzunehmen. Andere Tasche noch ein Solarpanel rein und schon hat man seine Stromversorgung für unterwegs dabei. Ja, von den Maßen her, sie ist 27 cm lang, 24 cm hoch und 18 cm in der Tiefe und hat ein Gesamtgewicht von 6,5 kg. Ja, man kann solch eine Powerstation natürlich auch als unterbrechungsfreie Stromversorgung für einen PC nutzen. Strom geht in einer Seite rein vom Netz, andere Seite hängt der Computer dran und wenn der mal Stromausfall ist, dann kommt hier hinten trotzdem noch Strom raus. Man kann den PC noch in Ruhe runterfahren, ohne dass er gleich abstürzt, weil der Strom plötzlich weg ist. Ja, was ich von anderen Powerstations auch nicht kenne, ist diese Ablage hier oben. Kann man natürlich irgendwas reinlegen, zum Beispiel auch das Handy beim Laden, wenn das Kabel dann da raushängt. Ist die Gefahr nicht ganz so groß, dass man es schnell runterreißt, weil es hier noch in dieser Schale drin liegt. Ja, oder die Bedienungsanleitung, wenn man da öfter mal reingucken muss. Ja, im Lieferumfang ist diese wunderschöne Tasche, wo man die Kabel reinmachen kann. Kabel sind in dem Fall das Netzanschlusskabel dabei. Ja, und außerdem dabei ein Kabel von MC4, wo man Solarpanel dranhängen kann, auf XT60. So, dass man das dann ganz einfach auch unterwegs unabhängig vom Netzstrom laden kann. Ja, wenn man ein Solarpanel dranhängen möchte, sollte es nicht mehr als 200 Watt haben. Wenn das Netzkabel angeschlossen ist über Netzstrom, lädt sie mit 400 Watt und dementsprechend ist sie auch nach anderthalb Stunden etwa wieder voll. Ja, die Bedienungsanleitung gibt es leider nur in englischer Sprache, aber ich brauche sie sowieso nicht. Ja, jetzt soll es aber auch erstmal um das heutige Thema dieses Videos gehen, nämlich kann man mit dieser Powerstation Brötchen backen. Das wollen wir testen. Ich habe sie komplett aufgeladen. Wir werden erst den Teig damit kneten mit einer kleinen Teigknetmaschine und hinterher diesen Grillanzünder dranhängen, der dann unseren selbstgebauten Backofen betreiben soll. Ja, und hoffen wir, dass die Brötchen dann fertig werden, bevor die Powerstation leer ist. Ja, es ist ein ziemlich harter Test für die Powerstation von Avery, aber der Lüfter ist trotzdem relativ leise und letztendlich zeigt sie an, dass sie knapp 800 Watt rausgibt. Also es funktioniert wirklich mit den 800 Watt, die da angegeben sind in der Beschreibung. Aber man kann natürlich zugucken, wie schnell die Kapazität denn nachlässt und die Prozente denn langsam runtergehen. Ja, nettes Feature ist auch noch, dass es eine Schutzhülle gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auch Regen abhält. Ich denke mal, in erster Linie wird sie gegen Staub und Schmutz sein. Deswegen
habe ich sie vorhin lieber durch einen Schirm geschützt und nicht nur durch diese Schutzhülle. Ja, das Thema unseres heutigen Videos war Brötchen backen mit einer 500 Watt Powerstation. Geht das? Ja, es geht. Also wir haben es gezeigt, es funktioniert tatsächlich. Ich hätte vorher verzichten sollen auf das Kneten mit einer Knetmaschine. Das hätte ich mit der Hand machen sollen. Ja, und gleichzeitig hätte ich die Teiglinge doch ein bisschen tiefer in den Backofen packen müssen, weil da natürlich mehr Wärme war. Dann hätte die Powerstation das auch komplett fertig gekriegt, die Brötchen zu backen, bis sie ganz fertig sind. In diesem Fall musste ich noch mal ein bisschen nachhelfen. Die letzten 5 Minuten habe ich unseren improvisierten Backofen noch mal an Netzstrom hängen müssen, um die Brötchen fertig zu machen. Aber ich werde es noch mal testen. Dann, wie gesagt, per Hand kneten und die Teiglinge dann weiter nach unten legen. Und dann bin ich mir ganz sicher, schafft die 500 Watt Powerstation von Avery das auf jeden Fall. Ja, mein Fazit zur Avery Power Station. Sie hat das richtige Format für den Fahrradwohnwagen, ist relativ leicht, obwohl Eisenphosphat-Akkus verbaut sind. Und mit 500 Watt kommt man dann schon ein ganzes Stück weit. Solarpanel noch aufs Dach und schon hat man immer Strom für unterwegs. Ob man die 800 Watt Wechselstrom im Fahrradwohnwagen braucht, ist eine andere Frage. Aber diese Power Station ist auch ideal, wenn man mal mit dem Auto unterwegs ist. Kann man sie leicht mitnehmen. Schön tragbar, handlich und man hat immer den Strom dabei, den man vielleicht braucht. Ja, wenn ihr weitere Informationen zu dieser Powerstation von Avery haben möchtet, dann schaut in die Videobeschreibung. Also wie gesagt, gerade die Fahrradwohnwagen-Leute werden es vielleicht interessant finden von der Größe und von der Kapazität her. Ich verlinke euch alles weitere, ebenso einen Rabattcode, wenn ich denn einen bekomme, aber ich gehe davon aus. Ja, und da könnt ihr euch nochmal genau informieren oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und eure Aufmerksamkeit. Ja, das nächste Video, was kommt, da zeigen wir unsere Ausfahrt, wo Claudi und ich zusammen mit den E-Bikes unterwegs waren. Leider hat man da diese Powerstation nicht mit dabei, sonst wäre es vielleicht einfacher gewesen, die Rückfahrt zu meistern. Aber seht selbst im nächsten Video. Und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao, euer Camper Marco.